In diesem Video zeige ich dir die größten YouTube-Schnittfehler, die du ab heute bitte nicht mehr machen wirst. Gleichzeitig lernst du die besten Tricks kennen, um sofort bessere Videos zu erstellen. Und das in nur 10 Minuten. Wir starten mit dem ersten Tipp, dem Jump Cut. Der Jump Cut ist wohl der bekannteste YouTube-Schnitt überhaupt. Aber wusstet ihr, dass ganz viele YouTuber hier einen großen Fehler machen? Bevor ich euch den verrate, ein Jump Cut ist für alle Anfänger ganz leicht erklärt. Das ist einfach ein harter Schnitt, bei dem wir im Bild ein kleines Stück ranzoomen. Aber der Schnitt jetzt gerade, der war vielleicht nicht so angenehm wie alle anderen Schnitte sonst in meinen Videos. Der Trick hierbei ist, dass unsere Augen sowohl vor als auch nach dem Schnitt auf demselben Level sind. Zoomt ihr beim Jump Cut also rein, dann rutschen die Augen ein klein wenig nach oben. Zieht das Bild also einfach wieder ein bisschen runter und schon ist der Schnitt viel angenehmer. Noch viel genialer ist aber der nächste Trick, und zwar der J-Cut. Der Name dieses Schnittes orientiert sich auch wirklich am Buchstaben J und bezieht sich dabei auf die Audiospur. Wie ihr hier seht, haben wir im Schnittprogramm ja oben unsere Videospur, darunter die Audiospur. Viele YouTuber schneiden dies jetzt einfach immer stumpf zusammen, wodurch sich die Cuts sehr unnatürlich anfühlen und viele Schnitte das Video nicht verbessern, sondern den Videofluss eher zerstören. Der Trick ist daher, die Audiospur einfach 1-2 Frames vor der Videospur starten zu lassen. Dafür ziehen wir im Schnittprogramm die Audiospur einfach ein wenig nach vorne und entfernen dann dieselbe Länge, die wir die Spur nach vorne geschoben haben, bei der Videospur und ziehen auch diese dann wieder an die andere Spur ran, damit es synchron bleibt. Das ist wirklich einer der meistgenutzten Tricks aller YouTuber und ein absoluter Gamechanger. Seitdem ich diese Technik wirklich benutze und auch gemeistert habe, erreiche ich das erste Mal mit meinem Kanal regelmäßig über 60% Zuschauerbindung bei meinen Videos, eben weil die deutlich angenehmer zu schauen sind. Um die Tricks aus diesem Video umzusetzen, braucht man natürlich aber auch das richtige Schnittprogramm. Wie ihr wisst, benutze ich ja Adobe Premiere Pro, aber das ist für viele noch zu teuer. Eine Alternative kann daher Magix Video Deluxe sein, der Sponsor des heutigen Videos. In meinem Video zum besten Schnittprogramm habe ich euch Magix schon vor 2 Jahren empfohlen und vor kurzem kamen sie zu mir und haben gesagt, Mensch Niklas, wir bringen jetzt demnächst unsere 2023er Variante auf den Markt, könntest du dir vorstellen, deine Zuschauer darüber zu informieren? Ich habe natürlich ja gesagt, denn Magix zählt auch heute noch für mich zu einem der besten Programme für YouTuber und man kann dort wirklich alles machen, was ich euch heute erkläre und sogar noch viel mehr. Die Benutzeroberfläche ist professionell, aber dennoch einfach zu bedienen, das hatte ich vor 2 Jahren ja schon mal gelobt. Und mit der neuen intelligenten Suche ist das Ganze sogar nochmal einfacher geworden. Außerdem wurden auch die Vorlagen für Hochkantvideos erweitert, das heißt auch für Shorts-Creator stellt Magix eine Alternative dar. Hier habt ihr einen Überblick über die Angebote. Schon ab 70 Euro könnt ihr in den Genuss eines 1A-Schnittprogramms kommen und ab 100 Euro gibt es sogar Zugriff auf richtig professionelle Funktionen wie die Farbkorrektur oder Multicam-Schnitt. Und ich wäre ja kein Vorzeige-Influencer, wenn ich nicht auch noch einen Rabattcode für euch dabei hätte. Mit dem Code VOA15 bekommt ihr nochmal 15% Rabatt auf alle Abos von Magix. Den Link zu Magix findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter mit dem Video. Tipp Nummer 3 ist der L-Cut. Das ist quasi das Gegenstück zum J-Cut. Hier läuft die Audiospur einfach noch weiter, während die Bildspur sich schon geändert hat. Auch dieser Trick wird in der Film- und YouTube-Welt sehr gerne verwendet und ist vor allem dazu geeignet, um Übergänge deutlich angenehmer zu gestalten. Außerdem wird er auch gerne in Verbindung mit Tipp Nummer 4 genutzt, der B-Roll. B-Roll ist der Begriff für Clips wie diesen hier, der einfach läuft, während meine Audiospur im Hintergrund weitergeht. Es ist also zusätzliches Filmmaterial, was das Geschehen bzw. das Gesagte nochmal visuell unterstützen soll. Ein Meister der B-Roll ist der englischsprachige Experte Filmbooth. Wenn ihr euch zu diesem Thema wirklich weiterbilden wollt, dann schaut bei ihm vorbei. Jedenfalls wird B-Roll genutzt, um unser Video dynamischer zu gestalten, da es visuell für Abwechslung sorgt und unser Video dadurch generell spannender erscheinen lässt. Einen Fehler, den aber ganz viele Creator dann machen, wenn sie B-Roll benutzen, ist, dass sie Bilder einblenden und diese dann komplett ohne Bewegung einfach nur dastehen. Daher ist der nächste Tipp, sorgt für Bewegung. Zoomt zum Beispiel einfach so ein bisschen rein, sorgt einfach dafür, dass das Bild nicht komplett stillsteht. Das habe ich ja zum Beispiel auch so gemacht, als meine Videos wirklich komplett nur aus B-Roll bestanden. Auch mit Kleinigkeiten wie Einblendungen, zum Beispiel so ein kleiner Abo-Button oder eine Infografik,
Auch damit kann man für Bewegung sorgen. Eine weitere Möglichkeit für mehr Bewegung im Bild ist zum Beispiel auch Text bzw. Untertitel. Text kann man generell super einsetzen, um wichtige Punkte im Video nochmal hervorzuheben. Daher sind Untertitel ja auch so ein genialer Trick, um sofort bessere Videos zu erstellen. MrBeast und viele andere sehr erfolgreiche YouTuber nutzen daher diese Technik, da sie auch gleich zwei Vorteile mitbringt. Erstens mehr Abwechslung und Dynamik, wie gerade gesagt. Zweitens aber auch, gerade am Handy spielen die Videos mittlerweile ja automatisch ab, wenn man kurze Zeit darüber hängen bleibt, und wenn der Ton nicht aktiviert ist, dann übernimmt der Untertitel quasi die Funktion, um zu verstehen, worum es in diesem Video überhaupt geht. Kommen wir zum siebten Tipp, Soundeffekte. Das ist wirklich der absolute Geheimtipp für bessere Videos. Ein gutes Sounddesign kann ein Video wirklich komplett verändern, daher verlinke ich euch mal unten ein Praxisbeispiel von Peter McKinnon. Besser kann man es nicht erklären. Was ich gerne benutze, sind auch komplett simple Dinge, wie zum Beispiel solche Swoosh-Sounds bei Überblendungen oder auch so ein Kassengeräusch, wenn es um Geld geht, oder aber auch einfach so ein kleines Pop-Geräusch, wenn irgendwas eingeblendet wird. Soundeffekte können ein Video dynamischer erscheinen lassen, aber besonders stark sind sie dann, wenn sie eine gewisse Stimmung erzeugen können. Wer schon mal einen Horrorfilm im Kino geschaut hat, der weiß, dass meistens nicht mal die Szenen an sich, sondern eher die Soundeffekte dafür sorgen, dass man Angst bekommt. Auch in vielen Cartoons entsteht der Witz sogar erst durch Soundeffekte, also probiert das mal aus. Ich habe meine meisten Soundeffekte von Epidemic Sounds, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Der nächste wichtige Tipp ist das Videotempo. Auch hier machen ganz viele Creator wieder einen großen Fehler, denn Tempo bedeutet nicht, dass wir das Video so schnell wie möglich schneiden müssen. Wichtiger fürs Tempo ist eher, unnötige Wiederholungen rauszuschneiden und Pausen generell zu minimieren. Wenn es wirklich mal schnell gehen muss, dann kann man auch die J-Cuts von Tipp Nummer 2 so benutzen, dass der Satz schon anfängt, während der letzte Satz noch zu Ende gesprochen wird. Das ist aber nicht immer empfehlenswert, aber an den richtigen Stellen kann es Gold wert sein. Gleichzeitig können Pausen und langsamere Stellen ein Video natürlich aber genauso verbessern, wenn sie richtig eingesetzt werden. Kommen wir nun aber zum wichtigsten Tipp des ganzen Videos. Schneide für die Story. Ganz viele YouTuber machen immer noch den Fehler, dass sie ihre Videos nach aktuellem viralen Standard schneiden. Das heißt, viele schnelle Schnitte, sofort zum Ziel kommen, keine langweiligen Stellen drin lassen. Das klingt in der Theorie erstmal gut, hat aber oft einen Nachteil. Die Persönlichkeit und die Story geht verloren. Wirklich, kein Skill dieser Welt ist so wichtig für gute YouTube-Videos wie Storytelling. Daher wird es im nächsten Video dieser Reihe auch genau darum gehen. Eine gute Story kann man im Schnitt zu einer genialen Story machen. Man kann eine geniale Story im Schnitt aber auch genauso ruinieren. Die Story ist aber generell vor allem deswegen wichtig, weil sie uns vorgibt, wie wir das Video zu schneiden haben. Zum Beispiel entscheidet die Story, welche Soundeffekte und welche Musik wir benutzen. Fröhliche Musik in einer Szene, wo wir eigentlich traurig sind oder eine Challenge bewältigen müssen, ist komplett deplatziert und macht die komplette Szene kaputt. Und auch das eben angesprochene Tempo wird ja zum großen Teil von der Story vorgegeben. Selbst in Videos, wo wir keine klassische Story haben, wie ja zum Beispiel einem Tutorial oder auch diesem Video hier, auch dort kann man diesen Tipp immer noch richtig gut umsetzen. Der Nutzer, der schaut ein Video ja trotzdem mit einer gewissen Absicht, und auch das kann man benutzen, um das Video darauf zurechtzuschneiden. Der wichtigste Aspekt im Storytelling ist ja, am Ende ein Highlight zu haben, worauf das ganze Video hinarbeitet. Also habe ich den wichtigsten Tipp genommen, diesen am Ende platziert, um auch so eine Art Highlight zu haben. Ob es funktioniert hat, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Jedoch, all diese Tipps bringen nichts, wenn das Video vorher nicht vernünftig geplant wurde. Daher ist der 10. Tipp auch genau diese Planung, und wie das geht, dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht, das ist jetzt hier verlinkt. Das solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben, um die Tipps von heute auch richtig umsetzen zu können. Also schaut da rein, viel Spaß und bis dann. Ciao!